Heute gucken wir uns einmal Yu-Gi-Oh! An, und zwar den Power Creep. Wie problematisch ist er? Dafür haben wir einmal ein Video von Julio, und da werde ich mal vielleicht zwischendurch ein bisschen meine Meinung sagen, wie ich das sehe. Yu-Gi-Oh! Ist Power Creep ein Problem? Ich habe dazu eine ganz spezifische Meinung. Ich bin der Meinung, jein. Ich weiß, sehr spannend, aber wir gehen mal ins Video rein. Servus, und herzlich willkommen zu einem weiteren Hallo. Video auf meinem Kanal. Und zwar heute mal wieder zu einem Thema, was ich ein bisschen ernster behandeln möchte. Allerdings soll das auch kein Video sein, wo ich permanent rumheule, sondern ich möchte euch einfach ein paar Fakten bieten, denn ich möchte heute ein bisschen über das Thema Power Creep sprechen. Gib uns Fakten. Wie sich das vielleicht in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Und ich würde eure Meinung dazu sehr, sehr interessieren. Bevor ihr jetzt wirklich loslegt, gebe ich mal ganz kurz meine Meinung zum Power Creep. Ich bin der Meinung, dass wir gerade jetzt mit den nächsten Sets, also mit den nächsten beiden Sets, die wir bekommen, viele neue Karten bekommen, die so ein bisschen nach Power Creep schreien, weil die alleine halt sehr viel tun können. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir seit Power of the Elements nicht wirklich krass diesen Power Creep erlebt haben. Denn T-Elements ist immer noch da, weil die neuen Engines, die jetzt kommen, scheinen sehr, sehr stark zu sein. Gerade hier Diabellstar, da gehen wir gleich auf ein. Dann das neue Linkmonster, was wir kriegen, was wirklich ein bisschen was tun kann. Aber ich würde sagen, wir hören das mal Julian zu, was er zu sagen hat. Da bin ich echt gespannt drauf, wie seine Meinung dazu ist, denn die scheint ja kritisch zu sein, aber irgendwie auch nicht. Denn er beschäftigt sich ja viel mit den neueren Karten, er ist ja auch ein Metaspieler. Ich auch, ich habe mich in den letzten Wochen wenig mit dem Yu-Gi-Oh! Meta beschäftigt, deswegen gucken wir mal, was er zu sagen hat. Age of Overlord erscheint in knapp 11 Tagen bei uns im TCG, was auf jeden Fall einiges an Veränderungen nochmal mitbringt. Ich habe euch jetzt über bestimmte Engines aus diesem Set schon Karten vorgestellt und wir haben darüber auch schon ein bisschen gesprochen. Deswegen, Power Creep ist auf jeden Fall hier nochmal Next Level, denn wir haben auf jeden Fall die Diabellstar Engine hier drin, die euch ja One Card letztendlich einen Omni-Negate beschert oder eine Free Buddies oder was auch immer. Ich möchte bei diesen ganzen Sachen heute nicht nochmal in die Tiefe gehen. Davon mal abgesehen, wird das auch alles gar nicht mal so günstig. Das nur am Rande erwähnt. Das werden Secret Rares sein, ne? Die Karten in diesem Produkt sind diesmal auch Secret Rares. Das heißt, surprisingly, wir dürfen uns auf ein relativ teures Produkt freuen. Und wie gesagt, wir haben halt for free einen Omni-Negate und halt auch noch eine Engine. Weil ich da wieder sagen muss, also es ist unabhängig von Power Creep, dass die guten Karten Secret Rares sind, finde ich pauschal gar nicht schlimm. Denn wenn wir uns die Sets der letzten Monate angucken, waren die Sets wirklich vom Value her kritisch. Für Händler beschissen und auch für Yu-Gi-Oh! Spieler, die halt was aus ihren Boxen ziehen wollen, auch kritisch. Klar, ist natürlich für die Budget-Spieler ganz nice, weil die halt gute Karten bekommen, die nicht so teuer sind. Aber das Problem ist halt immer, da muss ich ein bisschen die Waage halten. Das heißt, wenn die Händler und halt die Leute, die viele Produkte kaufen, nicht wirklich was daraus ziehen können, ist halt die Frage für die Zukunft, lohnt sich das halt, die Produkte zu kaufen für die Händler? Wenn die sagen, nee, weniger, haben wir weniger von einem Umlauf und dann macht es die Produkte inhärent halt ein bisschen teurer. Deswegen muss man da ein bisschen sagen, ich finde es okay, wenn wir teurere Karten in den Sets haben, als wenn wir halt Sets haben, die halt wirklich gar keinen Value haben. Finde ich persönlich besser. Die letztendlich in anderen Decks sehr, sehr gut funktioniert, um deren Hauptengine noch konstant ans Laufen zu bringen. Ja. Hashtag Rescue Ace. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal als den ersten Punkt wahr. Und damit wird wahrscheinlich auch so ein bisschen die Adventure Engine abgelöst werden. Allerdings hatte ich noch einen Kommentar, den ich sehr, sehr gut fand. Denn was man hier nicht vergessen darf, man hatte mit der Adventure Engine, die ich neulich im Vergleich erwähnt hatte, immer schon einen Omni-Negate während seines Spielzuges und das macht diese Engine halt nicht. Allerdings kann man natürlich auch jetzt auf die Idee kommen, hey, dann kombiniere ich es. Dann habe ich einmal quasi den Dark Ruler Negate im nächsten Turn und habe schon den Omni-Negate in meinem Zug. Nur mal so als kleiner, geht halt beides, Denkansatz. Als nächstes haben wir sicherlich hier drin dann die Horus Engine, die natürlich auch, glaube ich, wenn wir über Power Creep unglaublich gut auch nochmal gestört ist, weil eine Karte, die letztendlich die Key-Karte sucht und eine on top zieht, die Karte macht nicht mal Minus, ihr discardet zwar noch was, aber ihr dürft noch was ziehen. Mhm. Und dann euch quasi auch noch eine Karte sucht, die ihren Effekt 4-mal pro Spielzug nutzen kann. Ich glaube, sowas hatten wir in Yu-Gi-Oh! Halt, glaube ich, auch noch nicht. Und ich finde, das ist auch... Das ist auch eine Karte, also die Horus-Karten, die sind schon krass. Und was voll viele vergessen, dass die Horus-Karten auch eine Karte haben, die Sachen wieder auf die Hand zurückgeben kann, und zwar generisch. Zwei Karten und die kann auch die Horus den Sarkophag wieder auf die Hand nehmen und dann können wir das halt nochmal machen. Ja, das ist schon eine kritische Engine, aber 4-mal pro Spielzug ist schon krass. Ein schönes Beispiel dafür, wie der Power Creep weiter funktioniert und wie das weiterläuft. Ansonsten vielleicht auch noch so Karten wie die SP, der Little Knight. Die ist quasi IP Mascarena und Unicorn in einen und das ist auch eine Karte, die... Das ist halt so ein Ding, ne? Wir können sie gerade hier nochmal durchlesen für alle, die die Karte noch nicht kennen. Und die ist ein Link 2 Monster. Das heißt, du kannst sie mit jedem Monster machen, denn die braucht
zwei Monster. Das ist eine Karte, die wird insane teuer und die ist auch unglaublich gut. Die sehr wahrscheinlich abused werden wird über IP. Das ist auch ein Monster, was wahrscheinlich in jedem Deck gespielt wird, weil eben die Bedingung, um die zu bauen, so easy ist. Das ist eine richtig, richtig gute Karte. Ja, kann man schon fast drüber lachen. Zwei Effekt-Monster braucht er einfach nur, um diese Karte zu bauen. Forced zwei Interruptions und ist halt so generisch, dass sie wirklich in jedem Deck gespielt werden wird. Und das ist natürlich auch eine Secret Rare, was sicherlich auch dann nicht so günstig sein wird, weil die Karte, wenn wir auch das OZG anschauen, wird in den meisten ist ein IP. Ich glaube, die Karte wird auch von fast jedem Deck gespielt werden, weil die ist so generisch, die ist so gut, die ist mit IP unglaublich mächtig in jedem Deck baubar. Also die Karte ist unglaublich gut. Mal gespielt, hat aber auch das Potenzial, einfach zweimal gespielt zu werden, je nachdem, welches Deck man spielt. Gerade wenn man vielleicht an Sprite denkt, durchaus eine Karte, die man da vielleicht zweimal in Betracht ziehen kann. Und ich denke, das ist auch ein extrem starkes Monster. Und da auch an dieser Stelle merkt man wieder ordentlich Power Creep, weil sie halt einige Karten ablösen wird. So Nightmare Unicorn, warum noch nutzen, wird dann wahrscheinlich gar nicht mehr so oft gesehen, weil die Karte macht ja quasi alles in besser. Genau das Gleiche. Das Einzige, wo die noch gespielt werden wird, ist wahrscheinlich in Unchained, weil die halt auf Fiends gelockt sind und das Ding ist halt Krieger. Hier gilt auch für Azalea. Warum solltet ihr die noch spielen, wenn ihr quasi etwas in dieser Form hier spielen solltet oder könnt? Deswegen schwierig. Dann als nächstes kommen wir zu den TCG-Exclusives, die auch in Age of Overlord hier neu erscheinen. Und da möchte ich über Ken. Und da muss ich noch mal ganz kurz mal sagen, ich habe mir noch nicht durchgelesen und das werde ich aber jetzt ganz kurz machen. Ich weiß, dass viele Leute die Engine aktuell noch so ein bisschen kritisch sehen und sich so hinterfragen, wird das überhaupt gespielt? Und da gebe ich euch ein Stück weit auch recht, weil es wird sicherlich nicht in jedem Deck gespielt werden, aber die Engine hat enormes Potenzial und ich bin mir relativ sicher, dass mit... Also das ist eine interessante Engine irgendwie. Den hier als 3-off spielen und den als 1-off. Kommt natürlich auch immer auf das Deck an. Was wir schon mal notieren, das Ganze sind Kriegermonster und vielleicht kurz zur Erläuterung, wie das Ganze funktioniert. Hier, normalt again, benutzt den Effekt und special dann Ken auf die Spielfeldseite des Gegners. Dann sagt die Karte, if this card is special summoned by the effect of Gen the Diamond Tiger, your opponent draws two cards. Gegner bist in dem Fall du. One card. So, und jetzt kommt das Dumme, denn in dem Moment, wo sie dieser Effekt aktiviert, liegt die Karte beim Gegner und ihr seid quasi der Opponent, deswegen dürft ihr zwei Karten ziehen und dann eine discarden. Aber es wird noch verrückter. Das Ganze ist ein aktivierter Monstereffekt des Gegners. Das heißt im Umkehrschluss auch, ihr macht Karten live wie Talent der drei Taktiken, wo ihr dann natürlich sämtliche Effekte nutzen könnt, Thrust. Was euch davon eben ganz beliebt. Wichtig. Oder natürlich auch Kartenstoß der drei Taktiken. Ihr könnt das alles im First Hit und der Gegner hat ein Monster. In der Situation und viele weitere Dinge. Deswegen, ich glaube, das reicht als kleines Beispiel. Und was on top nochmal ganz nett ist, was jetzt aber nicht so super broken ist. Das ist die Imperm rausnimmt. Der Gegner kann keine Impermanence mehr aktivieren, da er dann ja ein Monster kontrolliert. Das ist vielleicht nochmal ganz nett. Aber die Karte ist ja sowieso nur formatbedingt immer gut spielbar. Deswegen mal gucken, ob das überhaupt eine Relevanz hat. Was dumm ist, wir haben uns eben gemerkt, das Ganze sind Kriegermonster. Und was ist immer noch im Spiel? Isolde. Die hätte eigentlich schon seit Jahren von der Bildfläche verschwinden sollen. Das ist eins der letzten übergebliebenen, extrem starken Link-Monster. Und die Karte kann natürlich diese ganze Engine extrem leicht enablen. Hashtag Invernoble Knight und alle Decks, die letztendlich mit Isolde spielen, alle auf Krieger gehen halt. Zurückgreifen. Deswegen, das sehe ich schon mal als sehr, sehr gefährlich an. Und wir haben natürlich auch noch Decks wie Dark World, die enorm von dieser Engine hier profitieren. Gerade auch. Und Tierlements. Denn das darf man nicht vergessen: den Tierlements, die ganzen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt. Sollte man nicht vergessen. Vielleicht sogar den Effekt von Gen, der sogar nochmal einen Discard-Effekt hat. Und da Dark World ja sehr, sehr gerne Handloops fabriziert, begünstigt diese Engine das natürlich nochmal extrem. Deswegen sehe ich das auch stark als gefährlich an, aber ich möchte es jetzt hier auch noch nicht zu sehr kritisch sehen, denn man muss am Ende wirklich erstmal abwarten, wie viel Player sieht's, wie setzt es sich durch. Aber ich denke, dass wir hier schon nochmal Karten haben, wo der Inbegriff Power Creep quasi oben drüber steht. Und das stimme ich zu. Eigentlich fett unterstrichen sein. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele aus dem nächsten Hauptset. Age of Overlord erscheinen. Ja. Es gibt aber auch noch weitere Karten, von denen wir jetzt schon wissen. Die habe ich letzte Tage auch gelesen. Tribute One Fusion or Synchro Monster. Special Summon One Monster at the same original level from your deck. Heißt, wenn du es irgendwie schaffst, ein Monster aus Feld zu kriegen, kannst du generisch ein Monster von deinem Deck spezial beschwören. Das ist kritisch, denn wir haben so viele Fusion Monster, die wir easy aus Feld klatschen können. Und es gibt so viele Monster in unserem Deck, die wir nicht auf dem Feld haben möchten, die wir spezial beschwören können, die aber irgendwelche Floodgate-Effekte haben. Und das schreit wirklich nach Power Creep, weil die hat keine Level-Restriction. Die nächstes Jahr rauskommen.
Hier auch nur ein kleines Beispiel, die Karte Beck-Mutation. Auch eine extrem gute Karte. Schwierig. Da haben wir natürlich schon einige Beispiele, die wir mittlerweile so ein bisschen rauskristallisiert wurden. Ich meine, da ist wahrscheinlich Runic mitunter das beste Beispiel, denn wir haben bei Runic sämtliche Stufen, Level und was auch immer oder was man da braucht, die man natürlich da aus Spiel vergessen bekommt, stimmt, und dann die Karte Back Mutation einfach aktivieren kann. Und gerade wenn wir hier auch einmal an Sprite denken, wir können natürlich einfach eine Huggin specialen und können dann einfach einen Blue aus dem Deck holen oder auch die Live Twin Engine machst du damit dann direkt live. Also es gibt da eine Vielzahl von Beispielen, die ich hier erwähnen könnte. Oder um das halt so weiterzuführen, du kannst halt das Level 3 Monster holen, kannst die Karte aktivieren, holst das Ding aus dem Deck raus, specialst das dem Gegner, du kriegst die Discard 2. Das ist schon. Oh, Yu-Gi-Oh! Wird witzig die nächsten Monate. Yu-Gi-Oh! Wird witzig. Deswegen ist meine Frage so ein bisschen, wohin soll der Power Creep noch führen? Weil ihr bekommt ja so konstant die Karten aus dem Decks mittlerweile raus, ja, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das in den nächsten Jahren aussehen soll. So, wenn ich da jetzt mal 2 Jahre weiter denke, was soll da alles noch kommen, wenn man das Spiel nicht irgendwie langsamer anfängt, so ein bisschen wieder langsamer zu machen? Denn klar, es gibt viele Leute, ja, die sagen, hey, wir hatten vor 3, 4 Jahren 5 Omni-Negates liegen. Ich glaube, das langsam machen ist gar nicht das Problem. Ich glaube, dass die Karten weniger generisch sein müssten. Weil die Karte ist halt so ultra generisch, die anderen Engines so ultra generisch. Ich glaube, das ist halt eher das Problem. Wenn die Karten nicht so krass generisch wären, hättest du nicht das Problem, dass der Power Creep so schnell voranschreiten würde. Das haben wir aktuell nicht. Dennoch bin ich der Meinung, dass sich das momentan unfairer anfühlt als damals bei diesen 4-5 Omni-Negates. Weiß ich nicht, ob es so geht nicht so. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir nie zufrieden sein können. Ja, aber das deswegen, ist oft so. Ja, seid ihr natürlich da. Wobei ich sagen muss, ich finde diese 5 Omni-Negates schon kritischer, weil du musst halt einen Dark Ruler ziehen, sonst verlierst du halt. Und so hast du halt viel hin und zurück. Aber ich finde halt dieses krass generische von den Karten, das ist halt ein bisschen kritisch. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie soll das in 2 Jahren aussehen? Was haben wir da für Karten? Sagt die Karte dann, wenn der Gegner 2 Monster mehr kontrolliert als du, dass du 3 Karten ziehen und 2 davon wegsenden oder so, also überspitzt? Grassroot Charity, let's go! Ja, es könnte halt sein, ne? Dass wir solche Karten kriegen. Gesagt, was soll da am Ende noch kommen? Wie soll man das noch gestalten, dass die Karten nicht immer noch besser sind? Weil ich glaube, irgendwann macht es dann auch einfach keinen Spaß mehr. Ich meine, wenn ich als Competitive Player so Karten lese, dann freue ich mich natürlich darüber, aber wenn ich gegen diese Karten ständig spielen muss, dann freue ich mich nicht drüber. Weiß ich nicht, ob mir das am Ende dann noch so viel Spaß bereitet. Mhm. Deswegen, ja, schreibt eure Meinung zu dieser ganzen Thematik sehr gerne mal in die Kommentare. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig auf Age of Overlord. Wird ein sehr, sehr cooles Set. Allerdings freue ich mich nicht darüber, über das Portemonnaie, denn das wird ein sehr, sehr teures Set. Aber ich denke trotzdem, dass wir einiges an Spaß da mitbekommen. Ja. Und vor allem, also was ich gerade bei solchen Engines an sich immer cool finde, ist jetzt nicht die Engine selber, die ist meistens eher so semi, aber in was für Decks du das spielen kannst und was für Decks damit theoretisch wieder spielbar werden, das finde ich immer wieder spaßig. Dadurch, dass jetzt aber die Sachen so generisch sind, die wir jetzt haben, kann man die halt in jedem Deck spielen. Dann ist halt die Frage, was das beste Zuhause für die Karten, in welchem Deck machen die am meisten Sinn. Jetzt kannst du Horus-Karten, die gehen auf einen Rang 8er, du kannst mit 3, kannst du einen Berkel machen, der kann 3 Karten ziehen, das ist schon ziemlich krass. Die Frage ist halt, wo ist die Karten-Engine am besten zu Hause? Oder haben wir es wie damals, dass wir wieder so einen Engine-Haufen haben mit den Adventure-Sachen, mit Hulk, die wir damals hatten, und wir spielen quasi einfach die ganzen Engines in einem Deck zusammen. Du kannst ja Runic, Adventure und Horus kannst du theoretisch in einem Deck spielen und kannst halt verschiedene Sachen damit machen. Ist eine gute Frage, was genau dabei rauskommen wird. Ne? Wir werden es aber sehen. Wir bekommen Abwechslung, weil die letzte Bandes hat uns das jetzt nicht so wirklich gebracht. Und ja. Wobei ich da widersprechen muss. Ich finde, die letzte Bandes hat doch für sehr viel Abwechslung gesorgt. Wenn wir uns den Deck-Breakdown angucken von der YCS in Dortmund, hat nur der Bann von der Rise halt dafür gesorgt, dass wir so viele verschiedene Decks wieder im Format haben, dass das schon, obwohl die Bandes sehr, sehr klein war, einen sehr großen Impact gehabt hat. Nochmal danke an Julian, war ein starkes Video. Noch einmal schön zusammengefasst, was für Karten wir demnächst kriegen werden und wie der Power Creep ist. Ich bin der Meinung, Power Creep ist unvermeidbar. Aber so wie Konami es aktuell macht, mit diesen ganz krass generischen Karten, ich weiß nicht, ob das the way to go ist. Schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt zum Power Creep. Nochmal Glückwunsch an Julian für 16.000. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.